Berlin, Gendarmenmarkt. August 2011. Der Vorabend einer Hochzeit, einer Adelshochzeit. Die sich hier treffen, heißen wie Teile von Deutschland. Prinz von Anhalt, Prinz von Sachsen-Coburg, Herzog von Bayern, Herzogin in Bayern, Landgraf von Hessen. Andere Namen findet man auf dem Globus. Prinz El-Hassan von Jordanien. Großfürst Georgi von Russland, er wäre heute Zar. Er war mal König, Fußballkönig von Griechenland, Otto Rehhagel. Dann das Hochzeitspaar. Georg Friedrich Prinz von Preußen und Sophie Prinzessin von Isenburg. Königliche Hoheit nennen sie viele. Der Prinz gibt sich bescheiden, für ihn ist sein Titel nur ein Name. Für mich war es immer klar, wie ich heiße, dass mein Nachname Prinz von Preußen ist. Ich selber habe mir nie darüber Gedanken gemacht, für mich war es eine Selbstverständlichkeit. Dabei ist er der direkte Nachfahre von Wilhelm II., dem letzten deutschen Kaiser. Von Wilhelm I., der das deutsche Kaiserreich zusammenschmiedete. Von Friedrich dem Großen, der so viel Krieg führte und Deutschland die Kartoffel brachte. Der junge Erbe all dieser Herrscher kennt die Wünsche der Medien von heute. Für die Braut ist es ungewohnt. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich komme aus einer Familie, die generell sehr öffentlichkeitsscheu ist. Das heißt, ich hatte davor auch sehr wenig Kontakt zu den Medien allgemein. Doch das lässt sich lernen. Wo das Preußenpaar auftaucht, weht ein Hauch von Geschichte. Auch im Legoland Berlin. Mit 400.000 Legosteinen hat man hier das zerstörte Berliner Stadtschloss schon mal wieder aufgebaut, die einstige Residenz des Hauses Preußen. Prinzessin und Prinz feiern Richtfest. Nur eines von 60 Schlössern, die der kaiserlichen Familie einst gehörten. Überall in Deutschland haben die Preußen Spuren hinterlassen. Steinerne Zeugen einer glorreichen Vergangenheit. Die Gegenwart ist bescheidener. Fischerhude bei Bremen. Hier wächst Prinz Georg auf, fern vom Berlin der Vorfahren. Stadtschloss, Einfamilienhaus. Stadtprinzenerzieher, staatliche Grundschule. Eine glückliche Kindheit, so sagt er. Ich höre es immer wieder von Namensträgern oder von Menschen, die sagen wir einen längeren Nachnamen haben, dass sie eine schwere Schulzeit gehabt hätten, weil sie gehänselt worden wären aufgrund ihres Namens. Das war bei mir überhaupt nicht, sondern ich denke wirklich, dieses Sprichwort, wie es in den Wald reinruft, so schallt es heraus, das trifft überall zu und so war es auch bei mir. Aber die Idylle ist überschattet. Als der Prinz ein Jahr alt ist, stirbt sein Vater bei einem Manöverunfall. Georgs Schwester kommt, ein halbes Jahr nach dem Tod des Vaters, mit einer Behinderung zur Welt. Eine schwere Prüfung für die Kleinfamilie. Großvater Prinz Louis Ferdinand von Preußen kümmert sich um den Halbwaisen. Er war für mich in erster Linie ein Bilderbuch-Großvater. Ein Großvater, wie man ihn sich nur wünschen konnte. Er war gutherzig,
Er war offen, er hat mir geholfen, wo es nur geht. Er hat jetzt auch nicht den Anspruch gehabt, komplett die Vaterrolle zu übernehmen, was wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen wäre, sondern eben einfach für mich da zu sein und mich zu unterstützen, wo es nur geht. Und das werde ich ihm auch nie vergessen. Der Großvater hat nicht nur ein großes Herz, er hat auch ein großes Haus, die Burg Hohenzollern, die Stammburg des Geschlechts. Von hier aus begann der Aufstieg der Dynastie, als Markgrafen von Brandenburg, Könige von Preußen und schließlich deutsche Kaiser. Prinz Louis Ferdinand hält den Anspruch auf den Thron auch in der Bundesrepublik aufrecht. Aber nur, wenn das deutsche Volk das wünscht, sonst nicht. Wenn eine große Mehrheit der Deutschen sowas haben möchte, das wäre die Vorbedingung. Es muss ja nicht gleich Kaiser sein. Bei der Bundespräsidentenwahl 1954 wird Prinz Louis Ferdinand sogar gewählt, allerdings nur von einem Stimmberechtigten. Theodor Heuss bekommt 870 Stimmen mehr. Aber der Prinz ist beliebt beim Volke und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Er war ein ganz aufgeklärter Mensch, der im 20. Jahrhundert lebte. Aber dennoch hat er eben den Thronanspruch aufrechterhalten. Er wurde mal in der Talkshow nach der Wende in Potsdam gefragt, ob er wirklich an die Wiedereinführung der Monarchie glaubt. Und hat er gesagt, hätten Sie daran gedacht, dass am 8. November 1989 die Mauer einen Tag später fällt? Und damit immerhin ein lang gehegter Traum der Preußen wahr wird. Nach der Wende darf der 14-jährige Prinz Georg Großvater Louis Ferdinand auf einer historischen Mission begleiten. Triumphzug für einen toten König. Nach 56 Jahren Exil kehrt der Sarg Friedrichs des Großen in die alte Heimat zurück. Ein Sonderzug bringt die Familie und ihren berühmten Ahnen nach Potsdam. Für Prinz Georg ein denkwürdiger Moment. Wir waren uns auch der Besonderheit dieses Moments bewusst. Es überwältigt einen auch als 14-Jähriger. Also ein Vorfahren mit 205-jähriger Verspätung zu Grabe zu tragen, ist ja nicht selbstverständlich. Aktion Sarg und Asche, spotten die Zeitungen. Beim Schein einer Laterne wollte der alte Fritz begraben werden. Fernsehkameras und Bundeskanzler hatte er nicht ausdrücklich erwähnt, aber auch nicht verboten. Kurz vor dem Abi kommt die Nachricht von einem Todesfall mit weitreichenden Folgen. Es war so, dass ich gerade in der Abiturszeit war, als die Nachricht kam, dass mein Großvater gestorben ist. Und das war schon ein Schock. Obwohl man es wusste, obwohl ich wusste, dass er sehr krank ist, hatte ich doch immer noch die Hoffnung, ihn wiederzusehen. Georgs Kindheit endet jäh. Durch den Tod seines Großvaters wird der Prinz mit gerade mal 18 neuer Chef des Hauses Preußen. Auf seinen jungen Schultern lasten jetzt Jahrhunderte wechselvoller Geschichte. Und zum ersten Mal in seinem Leben muss er ohne den Rat des Großvaters zurechtkommen. Zum Glück hat der Prinz Freunde, zum Beispiel hier im Schloss Birstein in Hessen, dem Sitz der Fürsten von Isenburg. Hier wächst eine junge Dame auf, die in seinem Leben eine große Rolle spielen wird. Sophie, Prinzessin von Isenburg. Wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich nicht als erstes an ein Schloss, sondern ich denke an meine vier Geschwister und meine Eltern. Und dass ich einfach eine sehr schöne Kindheit hatte. Unser Zuhause war einfach unser großer Abenteuerspielplatz. Und man muss zum Spielen nicht mal nach draußen. Das Schloss hat 12.000 Quadratmeter Wohnfläche, so viel wie 100 Einfamilienhäuser.
Auf Schloss Birchstein residiert eine selbstbewusste Dynastie, die in einer Hinsicht sogar das Haus Preußen hinter sich lässt. Die Isenburgs sind älter als die Hohenzollern, etwa 100 Jahre. 963 wurden sie zum ersten Mal erwähnt und sie waren sehr bedeutend am Mittelrhein. Dieter von Isenburg hat 1488 die Universität in Mainz gegründet. Andere Isenburgs haben Bischöfe gestellt in Trier, Köln und Mainz. Damals sorgte ein Heer von Helfern für das Wohl der Familie. Heute hilft man sich selbst. Wir hatten natürlich Hilfe zu Hause, aber das waren dann zwei Damen, die die Wäsche gemacht haben und geputzt haben und das Essen gekocht haben. Aber das unter der Woche. Und wir sind sehr bodenständig im Endeffekt groß geworden. Also es war für uns völlig normal, dass wir in der Küche zur Hand geben und das Essen auf den Tisch bringen und abräumen und also unterstützen. Dann nicht erwarten, dass das komplett für uns gemacht wird. Eine behütete Kindheit, in der ab und zu ein kleiner Junge aus Fischerhude auftaucht, Georg Prinz von Preußen. Eine Sandkastenfreundschaft. Die Mutter meines Mannes war mit meiner Mutter sehr gut befreundet. Und das heißt, es gibt tatsächlich Kinderbilder von uns, wo ich 1,5 bin, mein Mann 3 und wir gemeinsam spielen. Und danach haben wir uns natürlich bei Feiern von Freunden getroffen, natürlich auch beim obligatorischen Tanzkurs. Gelegenheit macht Liebe. Ein Klassiker in Aristokratenkreisen. Man bleibt unter sich, vor allem im Hochadel. Hier tanzen immer noch rund 70% in ein adliges Leben zu zweit. Immerhin, Ehen mit Bürgerlichen sind möglich. Meine Eltern haben uns einfach, uns Kindern, eine Erziehung zuteil werden lassen, in der es wichtig ist, dass der Mensch als Mensch zählt und nicht die Geschichte dazu. Natürlich hilft es im Umgang miteinander, wenn man jemanden findet, den man lange kennt. Einfach eine größere Vertrautheit von vornherein gegeben ist. Standesgemäß hält besser. Das glauben immer noch viele. Prinz und Prinzessin. Das klingt nach sorglosem Landleben vom Feinsten. Mein Schloss, meine Pferde, meine Kinder. Doch Prinz Georg und Prinzessin Sophie wollen anders sein als das Klischee vom verwöhnten Adel. Ich fände es komisch, wenn man jetzt nur zu Hause, ich weiß nicht, was, es ist ja meistens auf dem Land, sitzt in irgendeinem großen Haus. Ich finde, das hat auch etwas gewiss Weltfremdes. Und wofür habe ich eine Ausbildung genossen, wenn ich da nicht auch rausgehe und beruflich das ausübe? Hinaus in die Welt, das will auch der Junge aus Fischerhude. Nach dem Abitur will er zum Studium nach Berlin. Die Stadt der Ahnen lockt mit jungem Metropolenflair. Doch die zentrale Studienplatzvergabe schickt den Prinzen nach Freiberg in Sachsen. Aus der Traum vom Nachtleben. Stattdessen bürgerliche Belehrungen. Das war eines der ersten Dinge, die mein damaliger Chef mir dann gesagt hat. Ja, ich müsste mir eins merken. Wissen Sie, wenn bei uns der Herr Müller zu spät kommt, dann kommt er zu spät. Aber wenn der Prinz von Preußen zu spät kommt, dann nimmt er sich was raus. Ich denke, da ist es tatsächlich so, dass wenn man einen etwas längeren Nachnamen trägt, dass einfach die Leute mehr hinschauen. Als erster Chef des Hauses Preußen hat Prinz Georg einen richtigen Beruf. Der studierte Betriebswirt arbeitet als Wirtschaftsberater. Hauschef ist er nur im Nebenjob. 50 Mitglieder gehören zum Clan. In erster Linie ist ein Hauschef jemand, der die Familie nach innen repräsentiert, der da ist als Ansprechpartner. Aber die Familie dann auch nach außen hin darstellt, repräsentiert. Nach Möglichkeit sollte die Familie auch mit einer Stimme sprechen. Aber abgesehen davon gibt es sicher auch dann die wirtschaftlichen Aspekte, dass man als Hauschef sich darum kümmern sollte, dass das Hausvermögen zusammengehalten wird. Das Erbe des Kaisers ist ein Amt mit Tücken.
Kaiser Wilhelm II. Hat seinem Nachfolger nicht nur eine Krone hinterlassen, sondern auch ein schwieriges Kapitel deutscher Geschichte. Er wollte das deutsche Kaiserreich zur Weltmacht führen. Deutschland einen Platz an der Sonne sichern, mit schneidigen Reden und wenn nötig auch mit Waffengewalt. Der Erste Weltkrieg begräbt alle imperialen Träume und erschüttert die Grundfesten der Monarchie. Nach der Niederlage wird der Kaiser zur Abdankung gezwungen, 1918. Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Wilhelm flieht ins Exil. Damit gehen 1000 Jahre Adelsherrschaft zu Ende. Deutschland wird Republik. Ich glaube, es ist wichtig klarzustellen, dass es Adel an sich nicht mehr gibt. Sondern er wurde ja mit der Weimarer Verfassung abgeschafft. Das Einzige, was geschehen ist, man hat sozusagen die Titel als Namensbestandteil konserviert. So ein bisschen wie hinter Museumsglas. Ein kleines Wasserschloss im holländischen Doorn ist der letzte Wohnsitz des gestürzten Kaisers. Nie mehr wird Wilhelm II. Deutschen Boden betreten. Von seinem Volk fühlt er sich im Stich gelassen. Statt Armeen dirigiert er jetzt Hauspersonal und widmet sich seinem liebsten Hobby, der Produktion von Brennholz. Mit seiner zweiten Frau Hermine hofft er auf eine Rückkehr auf den Thron und auf die Abschaffung der Demokratie. Er kannte noch Wilhelm I. und sein Großvater, der das Kaiserreich gegründet hat, mit ausgerufen hat in Versailles. Also er fühlte sich dann natürlich verbunden auch mit seinen bedeutenden Vorfahren, mit seinen Ahnen. Und das spielte er nach 1918 weiter, also diese Rolle in Haus Dorn im Exil. Das war ja quasi das Abbild des Berliner Hoflebens, nur verkleinert, kompensiert dann in Dorn. Materiell geht es dem Ex-Kaiser gut. Die Weimarer Republik zeigt sich großzügig. 59 Waggons gefüllt mit Möbeln, Schmuck und Geschirr aus den Berliner Schlössern rollen nach Doorn zum Gestüt. Wenn die Familie zum Beispiel ins Ausland reisen wollte, ging das nicht ohne weiteres. Man musste sich beim Kaiser abmelden. Man musste um Genehmigung bitten, wenn man nach Holland wollte, nach Dänemark oder nach Italien, musste man zuvor beim Kaiser anfragen. Und der hat gesagt, ja oder nein. Und wenn er nein gesagt hat, dann hieß es halt, man sollte in Deutschland bleiben. Von seinem Schreibtisch in Doorn dirigiert der Patriarch die Familie wie eh und je. Am elitären Geist der Monarchie hält er eisern fest. Vor allem am Prinzip der standesgemäßen Heirat. Seinen Enkeln predigt er, eine Ehe zwischen Königskindern und Bürgerlichen sei so unmöglich wie die zwischen Schwänen und Gänsen. Sein ältester Enkel und Erbe, Prinz Wilhelm, denkt da moderner. In Bonn lernt er eine Studienkollegin kennen, Dorothea von Salvati. Die Mutter der Braut ist bürgerlich. Der Kaiser hat in Doorn getobt. Er hat gesagt, du bist mein Erbe und das ist ja unerhört. Dann musste der Enkel nach Doorn zum Rapport. Und der Prinz Wilhelm hat dann gesagt zu seinem Großvater, nein, ich wollte nur mal testen, ob es eventuell funktionieren würde, dass ich diese Frau heirate. Und dann hat der Kaiser gesagt, nein, dann wirst du aus der Erbfolge rausgenommen. Und dann hat Wilhelm gesagt, okay, dann füge ich mich. Doch die Liebe ist stärker. 2 Jahre später heiratet der Kaiserenkel dann doch. Gegen den Willen des Patriarchen. Die Familie boykottiert die Hochzeit. Prinz Wilhelm wird enterbt.
Denn auch wenn der Adel rein rechtlich abgeschafft ist und seine Privilegien verlor, viele Familien des Hochadels halten bis heute an einer jahrhundertealten Regel fest, dem Prinzip der ebenbürtigen Heirat. Das Prinzip der Ebenbürtigkeit der standesgemäßen Hochzeiten ist eigentlich deswegen begründet worden, weil man sich als regierender Fürst nicht mit dem Volk vermählt, das man regieren will. Man muss bedenken, dass man in der Monarchie die Legitimation, die man gewonnen hat, nicht aufgrund von Wahlen erlangt hat, sondern aufgrund von Geburt. Und das muss ja irgendwo sich abheben vom, ich sage jetzt mal bewusst, gemeinen Volk, vom normalen Volk. Und dann ist es schlecht, wenn man eine Ehe mit einer Dame eingeht von dem Volk, was man eigentlich beherrschen will, was man regieren will. Einer Dame wie dieser. Hollywood-Diva Lily D'Amita, Model und Schauspielerin. Sie verdreht dem zweiten Kaiserenkel den Kopf. Prinz Louis Ferdinand folgt ihr Anfang der 30er in die Traumfabrik, will mit ihr für immer in Amerika bleiben. Dabei hatte ihm der Kaiser geraten, sich fernzuhalten vom Sündenbabel Hollywood und seinen Verlockungen. Nun blieb das ja nicht verborgen, diese Sache da mit Lily D'Amita. Und in der Familie wurde also, war hellster Empörung und Aufregung. Und ich hatte auch tatsächlich die Absicht, sie zu heiraten. Aber Louis Ferdinand möchte seinen Großvater nicht enttäuschen, so wie es sein älterer Bruder Wilhelm gerade getan hat. Er hielt sich nicht an sein Versprechen, dass da ebenbürtig zu heiraten, und da hat mein Großpapa mich zurückgepfiffen, sagt, jetzt musst du ran. Der Sirene von Hollywood muss der Prinz Adieu sagen, schweren Herzens. Was ist denn aus ihr geworden? Na, sie hat Errol Flynn geheiratet. Ja, auch nicht schlecht. Ja. Sieben Jahre lang sind sie das Traumpaar von Hollywood. Lily D'Amita und Errol Flynn. 1942 wird die Ehe geschieden. Zu diesem Zeitpunkt hat Prinz Louis Ferdinand die in ihn gesetzten Erwartungen schon erfüllt. 1938 heiratet er die Großfürstin Kira von Russland, eine Großnichte des letzten Zaren. Die Ehe wird glücklich und Louis Ferdinand Chef des Hauses Preußen. Aber der Ärger mit der Brautwahl wiederholt sich. Sieben Kinder hat das Paar. Der älteste Sohn, Prinz Friedrich Wilhelm, heiratet eine Bürgerliche. Ebenso der zweitälteste, Prinz Michael. Louis Ferdinand schließt sie beide von der Erbfolge aus. Als Chef des Hauses bin ich eben sozusagen gezwungen, dieses Hausgesetz noch so weit wie möglich. Also verschiedene meiner Söhne haben das ja schon durchbrochen, nicht? Haben aber schon auf ihre Rechte dann verzichtet. Nicht? Für mich als Vater war das natürlich sehr, sehr bitter und sehr schwer. Nachfolger als Chef des Hauses soll einmal sein dritter Sohn werden, Louis Ferdinand Junior. Im Mai 1975 heiratet er, standesgemäß, eine Tochter aus ehemals regierendem Hause, Donata, Gräfin zu Kastell-Rüdenhausen. Louis Ferdinand Christian Oskar, Prinz von Preußen. Willst du diese Donata Emma, Gräfin zu Kastell-Rüdenhausen, die Gott dir anvertraut als deine Ehefrau, lieben und ehren, bis der Tod euch scheidet, so antworte ja mit Gottes Hilfe. Doch das Glück währt nur kurz. Zwei Jahre nach der Hochzeit stirbt Louis Ferdinand Junior bei einem Unfall. Sein einjähriger Sohn Georg wird der neue Erbe des Hauses Preußen. Behutsam bereitet ihn sein Großvater auf die künftige Rolle als Oberhaupt der Familie vor.
Er kennt den Spagat zwischen Tradition und Moderne. Es gab dann auch Gespräche, wo er sich dann ganz bewusst noch mal zu mir gedreht hat, auch mal aus heiterem Himmel, und mich dann gefragt hat, ob ich mir bewusst bin, was da auf mich zukommt. Und im Nachhinein weiß ich, dass er sehr viel mehr gesehen hat, was auf mich zukommen wird, als über was ich mir damals im Klaren war. Als Louis Ferdinand 1994 im Berliner Dom zu Grabe getragen wird, ist die Familie nur nach außen vereint. Kurz darauf bricht offener Streit aus. Der älteste Sohn des Verstorbenen, Prinz Friedrich Wilhelm, will seinen Erbverzicht rückgängig machen und Chef des Hauses Preußen werden. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet, die Erbfolgeregelung im Hause Preußen widerspricht dem Grundrecht auf freie Wahl des Ehepartners. Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass dieses Ebenbürtigkeitsprinzip nicht mehr Bestand haben kann. Es steht im Gegensatz zu Artikel 6 des Grundgesetzes, wo die Eheschließung, die Freiheit der Eheschließung festgelegt ist. Aber trotzdem hat Louis Ferdinand von Preußen immer noch eine Testierfreiheit, also die Freiheit, den als Erbe einzusetzen, der ihm passt. Der Streit schwelt weiter, doch in der Öffentlichkeit ist Prinz Georg als Hauschef bald unumstritten. Empfang beim Bundespräsidenten. Anlass ist der 300. Geburtstag Friedrichs des Großen im Januar 2012. Und jetzt hören Sie gleich Georg Friedrich, Prinz von Preußen, der Chef des Hauses Hohenzollern. Hier sehen Sie ihn mit seiner Frau Sophie. Friedrich der Große war sicher der herausragende Herrscher jener Dynastie. Beim Festakt im Schauspielhaus darf Prinz Georg die Hauptrede halten. Schließlich hat er den persönlichsten Zugang zum Thema. Diese Dynastie entspross einer Familie, die es bis heute gibt, meiner Familie. Damit kommt er auch bei Republikanern gut an. Das war eine Rede, die von allen Leuten, die ich dort erlebt habe, als ausgesprochen wohltuend empfunden wurde. Er überzieht nichts, er übertreibt nichts, sondern er ist schon für seine jungen Jahre, sage ich mal, ein ausgesprochen würdiger Repräsentant dieses Hauses. In der zweiten Reihe. Präsenz zeigen, ohne sich aufzudrängen. Kranzniederlegung am Grab des alten Fritz. Schwarz-Weiß, die Farben Preußens. In der Weimarer Republik oft missbraucht von Gegnern der Demokratie. Achtung! Links, um! Prinz Georg hält sich fern von Preußentümelei und militaristischer Verklärung. Und wenn man ihm die Krone anböte? Dazu kann ich nur sagen, das ist eine Frage und eine Diskussion, die sich mir nicht stellt und die ich auch momentan nicht für zeitgemäß halte. Politisch korrekt, aber kein klares Nein. Preußens Gesicht im 21. Jahrhundert. Das Schloss seiner Vorfahren in Potsdam betritt er nur als Besucher. Privat bewohnt das Prinzenpaar eine Wohnung in Berlin-Mitte. Beide haben Unter hunderttausenden Flüchtlingen, die aus Ostpreußen über das zugefrorene Haff ziehen, ist auch Prinz Louis Ferdinand. Einen Teil ihrer beweglichen Habe hatte die Familie vorher schon nach Potsdam gebracht. In Sicherheit, so glauben sie. Man hatte alles ausgelagert nach Sizilienhof in Potsdam, der Wohnsitz des Kronprinzen. Es war bis unter die Decke gefüllt mit kostbarem Silber, mit Porzellan, mit Gemälden, mit Kunstwerken, weil man immer glaubte und auch hoffte, dass Potsdam nicht russisch wird.
Man hofft vergeblich, Potsdam wird russisch und Schloss Zizilienhof Schauplatz der Weltgeschichte. Noch vor der Potsdamer Konferenz transportieren sowjetische Soldaten alle Preußenschätze gen Osten. Ein Großteil soll später verbrannt sein. Das Ende des Zweiten Weltkriegs trifft Deutschlands Adel ungleich härter als das Ende des Ersten. 1918 sind nur relativ wenige Vorrechte verloren gegangen. Aber es hat keine Enteignung des Adels 1918 stattgefunden. Dagegen 1945 hat eine Enteignung des Adels in der DDR und in Polen und in der ehemaligen Tschechei und auch noch eine Vertreibung stattgefunden. Und das ist ein sehr viel stärkerer Einschnitt gewesen als 1918. Das Haus Preußen verliert 95% seines Besitzes. Was bleibt, liegt im Westen. Die Stammburg im Schwabenland, die als Museum dient. Die Prinzeninsel im Plöner See bei Kiel, ein Ausflugsziel. Kaisers müssen keinen Hunger leiden, aber sie müssen gut haushalten mit den Resten des Vermögens. Es gibt weder Ländereien, es gibt weder Forste, es gibt keine Fabriken, keine Immobilien, die Geld abwerfen. Und er hat eine große Familie. Die müssen diese Apanagen kriegen. Das ist per Hausgesetz so vereinbart. Fideikommiss, also Prinz Georg erbt quasi als Hauschef, ist das Erbe angetreten. Er muss dann aber seine anderen Mitglieder ausbezahlen. Dafür braucht man Bargeld. Viel Bargeld. 4.000, back in the room. You have to be faster. 11.000. At 11.000, you're better. And I can sell it for 11.000, 14.000. 15.000. Ererbtes flüssig machen, das ist die Spezialität des Auktionshauses Sotheby's. Im Mai 2012 werden Juwelen aus Adelsbesitz meistbietend versteigert. Via Telefon und Internet bieten Superreiche aus aller Welt mehr und noch ein bisschen mehr. Höhepunkt ist ein Diamant aus dem Hause Preußen, der Beau-Sancy, 400 Jahre alt, seit 300 Jahren in preußischem Besitz. Er schmückte Frankreichs Königin Maria de Medici und die letzte deutsche Kaiserin Auguste Victoria. Für Prinz Georg ist der Verkauf eine heikle Entscheidung. Ich kann mich in seine Situation reinversetzen. Es ist natürlich, man gibt ein Erbstück weg. Ich verstehe, wie eins das Herz blutet. Und ich war ja da an dem Moment, wo wir das diskutiert hatten und der Stein uns übergeben wurde. Und da kann man schon merken, da hat man so ein bisschen so ein trauriges Gefühl. Das ist wie einfach was Schönes weggeben. Es ist, und klar, es ist nicht einfach gewesen für ihn. Der älteste Diamant, der je bei einer Auktion versteigert wurde. Der reine Materialwert des Steins liegt bei rund 800.000 Euro. Doch der erfahrene Auktionator weiß, hier ist viel Luft nach oben. Denn ein Diamant, den einst Friedrich der Große seiner Frau schenkte, ist mehr als nur geschliffener Kohlenstoff. Man kauft kein Diamant hier. Man kauft ein Kunststück, ein Kunstwerk, eine Geschichte kauft man. Eine Geschichte von Preußens Ruhm und Niedergang. 17, thank you. At 7.400.000. Die hier mitbieten, sind die Reichen unserer Tage, die ihre Sammlung gern mit Historischem abrunden. 7.700.000. Thank you for trying. At 7.800.000, and it goes away now. Last chance. 8 million now. So, at 8 million. At 8 million Swiss francs. Telephones. Nobody. Sir. Sure. 100%. There it is. Beautiful as it is. I have to touch it. I have to say goodbye to it. Bye bye. For 8 million, I'm going to sell it against you, and it's gone for 8 million. 8 Millionen Schweizer Franken. Rund 6,5 Millionen Euro. Für die Kasse des Hauses Preußen. Ein guter Tag für Prinz Georg. Er wurde schon informiert für den Preis und ist sehr glücklich darüber. Sehr glücklich. Die Burg muss also erstmal nicht unter den Hammer. Darüber ist nicht nur Prinzessin Sophie glücklich. Hurra!
14.000 Kinder und Jugendliche aus aller Welt haben auf der Burg Hohenzollern schon unvergessliche Tage verbracht. Prinzessin Sophie begrüßt eine Gruppe aus Berlin-Neukölln, die hier Urlaub machen darf. Die Kosten übernimmt die Kira-Stiftung, gegründet in den 50er Jahren von Georgs Großmutter Kira, Prinzessin von Preußen. Heute leitet Prinzessin Sophie die Stiftung. Für die Kinder eine einmalige Gelegenheit. Einmal eine waschechte Prinzessin anfassen. Und mit Fragenlöchern. Ich wollte fragen, warum sind Sie nicht so auffällig? Also ich sehe also ganz normal auf eigentlich, wenn ich die nicht kennte. Was hast du dir denn vorgestellt? Seite da schon. Aber glaubst du, das wäre so praktisch? Ich habe ja gerade gesagt, ich komme aus Berlin. Wenn ich da mit so einem riesigen Kleid durch die Stadt laufen würde, würden mich ja alle ganz komisch anschauen, oder? Wie ist es für dich, eine Prinzessin zu sein? Ich bin so wie du. Ganz normal. Eine Prinzessin, ganz normal? Ein bisschen enttäuscht sind die Kleinen schon. Die Adelstitel wurden ja, wie gesagt, abgeschafft. Insofern gibt es keinen Unterschied, ob Sie einen Taxifahrer ansprechen, den Kellner oder einen Fürsten. Nur, dass Taxifahrer und Kellner hierhin nicht eingeladen werden. Monaco im Frühsommer 2011. Das kleine Fürstentum im Ausnahmezustand. Könige und Königinnen, Kronprinzen und Prinzessinnen sind erschienen, um Fürst Albert von Monaco beim Jawort zuzuschauen. Mit dabei Prinz Georg und seine damals noch Verlobte Sophie. Es gibt in Europa natürlich diese Handvoll Familien, die noch herrschen sozusagen in Monarchien. Und dann gibt es sehr, sehr viele Familien, die ehemaligen Herrscherhäusern angehören. Und selbstverständlich werden die protokollarisch als Ebenbürtige behandelt. Eine Hochzeit wie von Hollywood inszeniert. Die schöne Südafrikanerin Charlene Whitstock heiratet ihren Fürsten und die ganze Welt schaut zu. Auch Prinzessin Sophie und Prinz Georg wird nahegelegt, ihr Ja-Wort vor laufenden Kameras zu geben. Die erste Reaktion war natürlich ganz klar, nein, das kommt nicht in Frage. Das ist ein ganz privater Moment, den ich auch privat erleben möchte und wo ich auch gewiss finde, dass die Öffentlichkeit nichts zu suchen hat. Ein Schaulaufen wie in Monaco will das Paar bei der eigenen Hochzeit auf keinen Fall. Eigentlich. Allerdings gab es dann mehrere Gespräche, auch mit dem RBB, der uns doch sehr nahegelegt hat, den Gottesdienst zu übertragen. Und zwar weniger aus einem Boulevardinteresse raus, sondern wirklich aufgrund der vielen Anfragen, auch ernsthaften Anfragen, die sie im Vorfeld hatten. Schließlich gibt das Paar dem öffentlichen Drängen doch noch nach. Dann sind wir irgendwie zu einer versöhnlichen Lösung gekommen, dass man eben versucht, eine Lösung zu finden, die den Ablauf nicht stört und uns diesen privaten Moment ganz privat erleben zu lassen, aber auch der Öffentlichkeit einen gewissen Raum gibt. So viel Öffentlichkeit kommt dann doch überraschend. 27. August 2011. Ein Hauch von Hollywood in Potsdam. 3 Stunden überträgt das Fernsehen live. Adelskult, schimpfen manche. Andere haben kein Problem damit, sich unter die Aristokraten zu mischen, auch wenn die Kleiderordnung besondere Anstrengungen verlangt. Hab mich dann schon gefreut, dass noch ein paar richtige Republikaner wie Otto Rehhagel da waren. Wir haben uns auch gleich verbündet. Ich habe auch kleidungsmäßig Cut nicht mitgemacht, sondern republikanisch Anzug. Auch Republik kann schick. Das beweisen die Platzex genauso wie natürlich Altmeister Wolfgang Job. Aber die Blaublüter überwiegen. Eigentlich waren fast alle deutschen Fürstenhäuser vertreten. Ja. Das war eben das Besondere, was die Hochzeit in Potsdam ausmachte. Denn keine andere Fürstenhochzeit der letzten 40 Jahre war so prominent besetzt wie die Potsdamer. Die Gästeliste ist ein Querschnitt aus Gala und Geschichtsbuch.
alter Adel vom Lande und die, die längst ihren Platz in der Mediengesellschaft gefunden haben. Manch eine Familie hat mal die halbe Welt regiert. Die Habsburger aus Österreich. Die Romanows aus Russland. Die Namen kennt man, die Gesichter nicht mehr so. Beim Einlass gab es Namenslisten mit den jeweiligen Adligen und die man eben nicht kannte. Die mussten ihren Namen dann sagen. Und die Großfürstin von Russland, Maria Wladimirovna, sagte eben, als sie reinkam, einfach nur: Ich bin Russland. Zuletzt der Bräutigam, flankiert von Mutter Donata und Schwester Cecilie. Im Leben ihres Bruders spielt sie eine ganz besondere Rolle. Wir haben uns wirklich besonders gerne und freuen uns auch immer, wenn wir uns sehen. Und gerade meine Schwester mit ihrer Selbstverständlichkeit hat mir da auch sehr viel Kraft und Zuversicht gegeben, da diesen Tag, oder es waren ja eigentlich mehrere Tage, das auch alles zu überstehen. Der Ort ist mit Bedacht gewählt. Die Friedenskirche in Potsdam, errichtet vom preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Historische Pracht, für die sein Nachfahre an diesem Tag natürlich kein Auge hat. Ja, ich war enorm aufgeregt. Ich wusste auch immer, dass ich von meiner eigenen Hochzeit aufgeregt sein würde. Aber spätestens als dann meine Frau oder damals noch künftige Frau in die Kirche kam, da gab es wirklich nur noch uns beide. Und das schöne Gefühl, jetzt angekommen zu sein. Um Punkt 12 erscheint die Braut am Portal, samt Vater und 6 Meter Stoff. Ist es für Sie etwas Besonderes, den Erben des Kaisers zu heiraten? Ich bin alt genug, dass ich weiß, worauf es im Leben ankommt und mir allein den Menschen angeschaut habe, den ich heirate. Zeit zum Prüfen hatten Sie genug. Ein Teil des Weges liegt schon hinter euch. Ihr kennt euch seit 30 Jahren. Bereits als Kinder habt ihr miteinander gespielt. Friedrich, ich nehme dich als meinen Ehemann aus Gottes Hand. Ich will dich lieben und achten, dir vertrauen und treu sein. Reicht einander die rechte Hand. Gemeinsam ist das grelle Licht der Öffentlichkeit leichter zu ertragen. Und ihr Kuss sieht ja auch schon beinahe königlich aus. Bei so viel Selbstbewusstsein und Charme muss einem wohl nicht bange sein um die Zukunft des Hauses Preußen. Die Erben des Kaisers in Zeiten der Demokratie.